Willkommen in meinem Kanal. Heute zeige ich dir, wie du einen Wechselschalter anschließen kannst und wann es überhaupt Sinn macht, eine Wechselschaltung zu verwenden. Viel Spaß bei dem Video. Ich weiß, darüber gibt es Videos wie Sand am Meer, aber ganz ehrlich, von mir hast du das noch nicht erklärt bekommen und spätestens nach dem Video weißt auch du Bescheid. Wenn ihr Licht von zwei Stellen im Raum an- und ausmachen wollt, geht das am besten mit einer Wechselschaltung. Wenn es mehr als zwei Schalter sein sollen, gibt es da bessere Lösungen, und zwar ein sogenanntes Stromstoßrelais oder auch El Taco genannt. So eine Wechselschaltung ist sehr einfach und günstig herzustellen, da man wenig Kabelaufwand hat und keine weiteren Komponenten benötigt. Ihr braucht hier lediglich zwei Wechselschalter, eine dreiadrige Verbindung zum ersten Schalter, vom ersten Schalter zum zweiten Schalter eine fünfadrige Verbindung und vom zweiten Schalter zur Lampe nochmal eine dreiadrige Verbindung. Dann fangen wir mal an. Vorher aber noch ein paar Sicherheitshinweise. Kein Alkohol am Steuer und nicht vom Beckenrand springen. Spaß beiseite, Elektrik ist gefährlich, immer die 5 Sicherheitsregeln beachten. Die habe ich euch in dem Video hier schon mal gezeigt. Nicht verwirren lassen von den ganzen Kabeln hier. Ich stopfe jetzt mal alle da rein, die wir für die Wechselschaltung nicht brauchen. Jetzt habe ich die ganzen Kabel mal hier so weit reduziert, dass wir nur noch die Leitungen sehen, die wir für unsere Wechselschaltung benötigen. Hier haben wir jetzt unsere dreiadrige Zuleitung zum ersten Schalter und hier zwei sogenannte korrespondierende Leiter, die vom ersten zum zweiten Schalter geführt werden müssen. 5A müsst ihr aber trotzdem vom ersten Schalter zum zweiten führen, weil ihr wollt ja mit Sicherheit noch irgendwo Steckdosen installieren und hier ist nicht durchgehend Saft vorhanden. Denn von der dreiadrigen Leitung zum ersten Schalter schließen wir auch lediglich einen L-Leiter an und die anderen Leiter brauchen wir, um Erde und den Neutralleiter in dem geschlossenen Stromkreis zu verbinden. Also jetzt den L von der Zuleitung an den L-Anschluss von dem Wechselschalter anschließen. Hierbei darauf achten, dass das Kabel ordnungsgemäß abisoliert ist. Jetzt die beiden korrespondierenden Leiter an die übrigen Anschlüsse des Wechselschalters anschließen. Dabei ist es egal wie rum, weil hier eh immer abwechselnd Saft drauf ist. Am zweiten Schalter jetzt nur noch die Zuleitung zur Lampe am L-Anschluss des Schalters anschließen. Die beiden korrespondierenden wieder egal wie rum an die übrigen Anschlüsse. Und im gesamten Stromkreis die Neutralleiter und die Erdungsleiter verbinden. Jetzt den Schalter einbauen und prüfen, ob alles funktioniert. Hallo? Wow! Wer ist denn da? Aber du nicht am Strom arbeiten, ne? Nein. Wollt ihr zugucken, wie ich ausprobiere? Ja! Ja? Planänderung, wir bauen doch nicht den Schalter ein. Wir probieren jetzt direkt, ob es funktioniert. Ich mach die Sicherung rein. Hat mal nichts geknallt. Jetzt müsste eigentlich die Lampe angehen. Das funktioniert schon mal. Und jetzt müsste an der anderen Seite die Lampe ausgehen. Und jetzt müsste wieder die Lampe angehen. Tipptopp, funktioniert alles. Der einzige Nachteil bei so einer Wechselschaltung ist, dass die Schalter nie in einer und der gleichen Richtung stehen. Also der Schalter kann mal nach unten ausgehen und der kann mal nach oben ausgehen. In dem Fall geht er jetzt nach unten aus. Und wenn ich das hier ändere, geht der nach oben aus. Wen das stört, kann auch bei zwei Schaltern ein Stromstoßrelais einbauen, was erheblich teurer ist und viel, viel mehr Aufwand. Jetzt bauen wir den Schalter aber doch noch ein, weil ich muss euch noch was über diese Schalterdosen da hinten erzählen. Und zwar dürfen diese Haken hier von den Schaltern nur bei Unterputzdosen verwendet werden, die eingeputzt werden. Bei Hohlwanddosen dürfen diese Krallen nicht verwendet werden, da sich diese Hohlwanddose sonst zu einem Ei verformen würde. Das sind die Krallen. Zack. Das war's jetzt hier vom Anschließen der Wechselschaltung. Ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen schlauer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Peace, Leute, bis dann, macht's gut und seid fleißig. Mir ist eiskalt.